bin Imke Marie und ich bin ganz dankbar, dass ich mein Herzensprojekt heute erstmals auch öffentlich mal vorstellen darf. Es geht darum, dass wir hier im Lebenskongress ab Oktober 2020 ein integrales Orientierungssemester für junge Erwachsene gerade planen. 5 Monate sollen wir 18- bis 25-Jährige wohnen dürfen, hier auf dem Gelände, zusammen halt wohnen, leben, lernen, Freiraum haben, um zu erforschen, was in ihrem Leben wichtig ist, wo es im Leben gehen soll. Die Hauptausrichtung, also die Hauptziele von diesem Projekt sind, oder ich sage vielleicht erstmal, wie wir das zu verdanken haben, also das ist ein Projekt, was auch in Kooperation mit Mike natürlich, mit Heinrich und auch mit Mike Hüther entstanden ist. Und die 3 Ziele, die wir verfolgen, sind zum einen, dass die jungen Erwachsenen sich orientieren können, was möchte ich eigentlich beruflich in meinem Leben. Das zweite ist, was man vielleicht so mit Resilienzförderung oder Prävention, Gesundheitsprävention beschreiben könnte oder auch einfach mit der Frage, was ist eigentlich für mich ein beliebtes Leben. Ja? Und die dritte, das dritte Ziel ist, dass die jungen Erwachsenen Entwicklung transformativer also dass sie empowered werden, einen Beitrag zu leisten in dieser Welt, sich ausprobieren können und gucken können, was kann ich, wo kann mein Beitrag liegen, um im politischen Bereich, im ökologischen Bereich, im sozialen Bereich oder wo auch immer einen positiven Beitrag zu leisten. Genau. Und Hintergrund vielleicht noch, wir haben ja diese Zeit nach dem Abitur, ne? Also das sind junge Erwachsene hauptsächlich nach dem Abitur, aber es können auch Leute sein, die schulmüde geworden sind oder die Studienzweifler sind, ja, die irgendwas angefangen haben, Philosophie oder so zu studieren, denken, ach hey, das ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich erwartet hatte. Und wir sehen diese Not auch, die Barmer Gesundheitsstudie hat gerade jetzt publiziert, dass 26% aller jungen Erwachsenen psychische Diagnose haben. Der Hauptpunkt sind Ängste, Zukunftsängste. Ja, und an dieser Stelle, das ist so eine Motivation, an der wir halt ansetzen wollen, eben was ihr auch schon angeklungen ist, das auf sich beziehen. Ich bin nicht gut genug, dass ich das hinkriege, diese Übergangszeit von Schule und dann meine Entscheidung zu treffen. Ne? Dass man das auf einmal nochmal anders sehen kann und einem klar wird, das ist auch ein systemisches Problem einfach, vor dem ich da stehe. Ja? Ein großartiges Projekt, das hier genau. Im Lebenshut realisiert wird. Ganz genau. Ich darf jetzt ein bisschen Teilgeberin sein. Genau. Wir wollen ja ins Tun kommen. Ich denke, das ist ja ein wunderbarer Impuls. Genau, ich hänge mal das Konzept da vorne mit an die Pinnwand. Wer sich näher interessiert, wir können mich natürlich auch gerne fragen.